Science Slam. Hallo, mein Name ist Mi und ich wurde hier in Deutschland geboren, aber möchte heute sprechen über das Land, was meine Eltern verloren, als sie noch jung waren und flüchten mussten, weil sie dort keine Zukunft hatten und nicht weiter wussten. Vietnam ist das Land, das ihre Heimat war. Und ich will erzählen, was zu ihrer Zeit dort geschah. Aber nicht so, wie man es aus dem Geschichtsunterricht kennt, dass man einfach nur die Fakten nennt oder bespricht, welche Ursachen dazu führen konnten, dass des Landes Norden und Süden einander bebombten oder aufzeigt, welche Parteien es gab oder welches Land zuerst die Grenzen übertrat. Nein, ich möchte zeigen, wie sehr die Menschlichkeit starb. Ungefähr 20 Jahre dauerte dieser grausame Krieg und im April 1975 kam Nordvietnam zum Sieg. Das Land war ab sofort nicht mehr geteilt und es schien, als wäre Vietnam geheilt. Doch wo es Gewinner gibt, sind Verlierer nicht weit. Deswegen zeigte sich langsam mit der Zeit, dass alle Südvietnamesen, die sich nicht beugen wollten, Nachteile erfuhren oder gar ins Gefängnis sollten. Auch meine Eltern gehörten zu denen, die verloren haben und wegen des Krieges ihre Heimat aufgaben. Der Ort um Saigon war... Das Gebiet um Saigon war der Ort, den meine Eltern ihr Zuhause nannten. Doch nach dem Krieg mussten sie fort, weil sie unter anderem sich zu ihrer Religion bekannten. Der eigentliche Grund war aber, dass meine Großväter Soldaten waren und die Siegermächte in ihnen Gefahren sahen. Dabei war der eine nur Militärorchesterdirigent. Doch wie man es halt kennt, sind im Krieg die anderen fremd, weil der eine den anderen Bruder Gegner nennt. Beide Großväter mussten also in Gefangenschaft gehen und konnten ihre Familien für mindestens 5 Jahre nicht sehen. Nach dieser Zeit wurde ihnen bewusst, dass eine Flucht aus der Heimat folgen muss. An dieser Stelle will ich kurz mit euch reflektieren und an eure Gedanken appellieren. Wie schwer war wohl diese Entscheidung für sie? Dieses, ich kann hier nicht mehr leben, ich muss weg von hier. Ich gebe auch mein ganzes Leben hier auf und nehme sogar den Tod in Kauf. Meine Eltern waren fast noch Kinder. Für sie war diese Entscheidung vielleicht noch viel schlimmer. Das sind Dinge, die man sich hier nicht vorstellen kann, weil man einfach jahrelang in Frieden lebt und unter Weltuntergang was komplett anderes versteht. Mit einer Perlenkette konnten sie sich die erste Flucht finanzieren. Also mein Vater und sein Vater wollten diesen Versuch riskieren. Zusammen mit anderen Flüchtlingen hofften sie, dass ihre Pläne irgendwie gelingen würden, trotz diesen großen Hürden wie die Wachen an den Küsten, die einfach schießen würden, wenn sie müssten. Jeder packte sich Essen und Trinken ein, verabschiedete sich schweren Herzens von seinem Heim und irgendwo zwischen Hoffnung und Angst, weil man einfach nicht weiß, wo man hingelangt, stiegen sie auf das Fischerboot und schon ging ihre Reise los. Mein Vater mit seinen 17 Jahren war sich anfangs den Gefahren vielleicht nicht so bewusst, doch das änderte sich schlagartig mit einem Schuss, der von einem nordvietnamesischen Soldaten kam und seinem Cousin das Leben nahm. Ab jetzt war ihm klar, entscheidet man sich für eine Flucht auf dem Boot, geht es wirklich um Leben und Tod. Bevor ihr erfahrt, wie die Geschichte meines Vaters weitergeht, will ich erzählen, wie es um die Fluchterfahrung meiner Mutter steht. Sehr große Familien sind in Vietnam die Norm und auch die Familie meiner Mutter entsprach dieser Form. Sie ist die zweitjüngste von 14 Kindern. Ihre Eltern wollten es also auf jeden Fall verhindern, dass sie mit ihren Geschwistern geht, weil sie nicht wussten, ob sie es als zweitjüngste überlebt. Aber wie könnte meine Mutter einfach dabei zusehen, wie all ihre Geschwister ohne sie gehen? Sie weinte und schrie, bis ihre Mutter sie doch gehen ließ, auch wenn es wahrscheinlich gegen ihr Moral verstieß. Ich meine, was hat sich meine Großmutter in diesem Moment gedacht? Wahrscheinlich hat sie sich ständig selbst Vorwürfe gemacht. Wie kann ich meine Kinder gehen lassen, wenn ihnen was zustößt? Ich könnte doch nicht mehr aufhören, mich zu hassen. Aber was passiert, wenn sie hier bleiben? Werden sie dann nicht noch viel mehr leiden? Diese Entscheidung fiel wirklich schwer. Letztendlich ließ sie ihre Kinder aufs Meer. Die Kinder also gingen los, stiegen auf das kleine Fischerboot, das war gerade mal 2,5 mal 12 Meter groß, mit 116 Personen an Bord, um allesamt zu fliehen aus dem Heimatort. 3 Tage und 3 Nächte war mein Vater auf dem Meer unterwegs. 7 Tage und 7 Nächte hat meine Mutter das erlebt. Und das Meer war nicht immer ruhig, es war stürmisch und laut, es bauten sich auch mal hohe Wellen auf. Und sie dachten oft, sie würden das nicht überleben, nur der Glaube an Gott hat ihnen Hoffnung gegeben. Doch die Versorgung wurde knapp und der Tank war leer. Dann noch Hoffnung zu haben, ist ziemlich schwer. Und in der Nacht wurde das Gefühl vom Verlorensein immer schlimmer. Doch dann ein Hoffnungsschimmer. Es gab ein Licht und es schien, als wäre Rettung in Sicht. Es war das Frachtschiff Kappa Namur. Das machte im südchinesischen Meer eine Tour, um vietnamesischen Geflüchteten das Leben zu retten, bevor die großen Wellen ihre kleinen Boote zerbrechen. Wenn ihre kleinen Boote zerbrechen. Und dann? Rupert Neuder hieß der Kapitän, ein Deutscher, der anstatt nur zuzusehen,
Spenden sammelte, um nach Vietnam zu gehen, um dort für die Nächstenliebe einzustehen. Über Rupert Neudeck und sein Team möchte ich auch kurz noch mal reden, denn ihm verdanken über 10.000 Vietnamesen das Leben. Wäre er nicht gewesen, würde es uns hier nicht geben. Er war selbstlos und war für die Leidenden da. Er hat die Not gesehen, die jeder andere nur durch den Fernseher sah. Rechtliche Grundlagen standen im Hintergrund. Für ihn bildete der Schutz des Lebens den Mittelpunkt. Ab jetzt werde ich nicht mehr in Reimform reden, das wird nämlich zu lange dauern. Meine Eltern wurden also aus dem Meer gefischt und auf die Philippinen gebracht. Und dort wurde erstmal geguckt, ob sie Verwandte im Ausland haben, um sie dorthin zu schicken. Meine Eltern hatten keine Verwandten, deswegen war die Regelung so, dass sie in das Land kamen, woher auch das Schiff kam, was sie aufgenommen hat. Also konnten auch die ersten Sprachkurse und erste Kulturkurse stattfinden. Und da haben sie zum Beispiel gelernt, wie das Leben hier in Deutschland ist, also dass zum Beispiel das Kind an erster Stelle steht, danach kommt die Frau, dann der Hund und ganz zum Schluss steht der Mann. Also das ist eine Sache, woran sich meine Mutter besonders gut erinnern kann. 1982 sind sie dann nach Deutschland geflogen und wurden dort mit warmen Decken und Suppen empfangen, weil sie einfach das Winterklima nicht kannten. Und in einem Geflüchtetenheim in der Nähe von Frankfurt wurden die ersten Dokumente erstellt. Und dann ging es nach Hofgeismar, das ist in der Nähe von Kassel. Mein Vater hat, bevor er in die Schule gegangen ist, erstmal einen Deutschkurs gemacht und kam dann in die 9. Klasse. Sein Deutsch war trotzdem nicht ganz so gut. Sein Deutschlehrer mochte ihn deswegen auch nicht so und hat ihm schlechte Noten gegeben. Ist ja auch klar. Er dachte dann, dass er nicht zum Abitur zugelassen wird und ist dann nicht mehr in die Schule gegangen, bis ein Lehrer dann gemerkt hat, dass er aber in den technischen Fächern ganz gut war und seine Freunde gesagt hat, hey, Jung ist doch noch zugelassen, holt ihn wieder. Und ja, nur weil ein Lehrer sich damit befasst hat, ihn wieder zurückzuholen, hat er sein Abitur geschafft, ist nach Frankfurt gegangen, um dort Informatik zu studieren und arbeitet heute bei der Deutschen Bahn als Informatiker. Und bei meiner Mutter war es so, dass sie in die Schule gekommen ist und statt Englischunterricht hatte sie Deutschunterricht. Und die Deutschlehrerin und auch gleichzeitig Klassenlehrerin hat so viel Mitleid mit ihr gehabt, dass sie, also weil ihre Eltern nicht da waren, dass sie beschlossen hat, sie als Pflegetochter aufzunehmen. Und ihr war es trotzdem wichtig, dass sie vietnamesische Freunde einladen durfte, dass sie vietnamesische Feste feiern durfte, um einfach die vietnamesische Kultur weiterleben zu können. Und für mich ist es meine Oma. Und sie war einfach immer für uns da gewesen, also für meine Mutter, aber auch für uns Enkelkinder. Sie ist immer zu unseren Kindergeburtstagen gekommen und hat meinen Eltern Tipps gegeben, wie Integration gut funktionieren könnte, dass wir zum Beispiel in ein kleines Dorf ziehen, dass wir Musik machen, ganz viele Hobbys haben, tanzen und Fußball. Und meine Mutter, also kurz zurück zu meiner Mutter, sie hat auch einen Abschluss gemacht und hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und all das, was meine Oma ihr früher gegeben hat, konnte sie jetzt in den letzten Jahren zurückgeben, indem sie sich letztes Jahr um meine Oma gekümmert hat. Sie ist letztes Jahr an Krebs verstorben und ich bin ihr einfach unglaublich dankbar für alles, was sie uns gegeben hat, und die Liebe will ich irgendwie zurückgeben. Und ich trage auch zum Glück ihren Namen, also ich heiße auch noch Inga, und keine Ahnung, das war ihr Spitzname, weil sie Ingrid nicht so cool fand. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, diese Geschichte ist vor fast 40 Jahren geschehen, aber es sind Bilder, die wir heute noch sehen. Länder, in denen der Krieg jeden Tag existiert, weil das Leben in Gerechtigkeit nicht funktioniert. Menschen flüchten, weil sie keine Zukunft mehr haben, weil sie in ihrem Land, weil Unterdrückung in ihrem Land ihrem Leben schaden. Sie tun alles für ein besseres Leben, auch wenn das bedeutet, ihr altes Leben komplett aufzugeben. Ihr braucht nicht zu sein wie Rupert Neudeck, der Zehntausende mit seinem Projekt gerettet hat und nach Deutschland brachte. Ihr müsst auch nicht das tun, was Oma Inga machte. Aber wie schön wäre es, wenn wir auf Geflüchtete zugehen würden, um gemeinsam mit ihnen diese großen Hürden zu überwinden, allein damit sie nicht alleine da stünden. Ich bin mir sicher, dass auch kleine Taten große Wunder bringen. Und ich bin mir auch sicher, das könnte jedem von uns hier gelingen. Vielen Dank.